So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Far Cry und Nummer 4. Wir müssen irgendwo hin. Ich weiß nicht wo. Ach ja, Außenposten einnehmen. Kennen wir schon. Aus unserem alten Far Cry 3. Wow! Was meine Freundin auch. Ich glaube, keiner ist so verrückt und fährt mit dem Quad darunter. So, es brennelt. Außenposten. Du erkennst feindliche Außenposten leicht an den weit sichtbaren schwarzen Rauchsäulen in der Spielwelt. Befreist du einen Außenposten ohne Alarm auszulösen oder entdeckt zu werden, erhältst du einen zusätzlichen XP-Bonus. Jeder befreite Außenposten beschaltet einen neuen Unterschlupf und neue Aufgaben frei. Na dann, geht's mal los. Was ist das denn? Ein Elefant? Oh. Okay. Wie befreien wir unseren Dickhäuter? Wollen wir Randale? Zerstöre den Käfig. Jawohl. Lappen! Nein! Scheiße! Hup. Moin! Geh weg! Lauf! Na klar. Was jetzt? Ah, Außenposten befreit. Ist der Elefant jetzt immer noch böse oder muss ich den, naja, töten? Oder gibt's Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ, aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es, Lakshmana? Es wird nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganmin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Nein. Der Sohn des Mohan Gael kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Paganmin zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Akt 1 beendet. Oder besser gesagt, Kapitel 1. Fähigkeiten. Spritzen. Heilspritze Level 2. Kostet so viel und wir haben 3 davon. Action beendet. Willkommen in Kyrat. Danke, Uplay.
Gerätespezialist? Die Geschwindigkeit, mit der du Dinge reparierst, wird deutlich erhöht. Die Kamera zeigt nun Sammelobjekte an und erlaubt es, mit einem Wegepunkt zu versehen. Doppelt so viel Blätter, weniger Schaden durch Feuer und Explosion. Halt dich, um auf Elefanten zu reiten. Heilspritzen erneuern, 4 Felder. Ich würde gerne mal hier drüber was machen. Ach, wie geil. Der Elefant. Der Tiger. Was haben wir da? Tod von oben. Machen wir. Was kann man da? Achso, für 2 Gegner. So. Koop-Modus spielen. Der Koop-Modus ist freigeschaltet. Um mehr zu erfahren, besuche Huak. Suche nach dem H-Symbol in der Nähe. Du kannst auch M drücken, um zur Taktikmenü zu gelangen. Ja, Koop, das werde ich mit meiner Freundin vielleicht noch machen. Aber in Far Cry 3, da frage ich sie heute nochmal. So. 6 Minuten. Was machen wir jetzt? Ich glaube, erstmal unser Arsenal wieder aufrüsten. Karma. Beende Karma-Ergebnisse oder drehe irgend so ein Dingens. Manimühlen, um Karma zu erhalten. Okay. Ich höre es da oben. Ja, und ich habe recht. Ey, fangt nicht ohne mich an. Bitch. Also für die Hüfte ist die echt nicht schlecht hier, die AK. Wo sind sie noch? Und tschüss. Hey, auf zu rauchen. Ich höre die schon wieder schießen, das gibt's gar nicht. Oh, ein Buch. Hallo. Ich würde dich nie wiedersehen. Wer bist du? Ne, was haben wir da? Messerwurf-Takedown. Ah ja, unser Bett. Ah, Propaganda. He's loading. Jetzt nicht reingehen wollen. Worüber streiten Sie sich überhaupt? Paganmins Soldaten wollen eins unserer Camps angreifen. Für Amita sind die Informationen, die diese Krieger gesammelt haben, das Wichtigste. Sabal meint, es sei wichtiger, unsere Leute zu retten. Ihr habt euch. Und wie lange streiten Sie schon? Lang genug. Es ist immer derselbe Streit und ihre Positionen ändern sich nie. Was für ein Mann du bist. Hey. Ich will dir nicht auf die Nerven gehen, aber du bist doch AJ Gale, oder? Danke, dass du uns hilfst. Alle hier wissen das zu schätzen. Ihr habt euch gegen die Götter... Ich schulde dem goldenen Pfad was für meine Rettung, aber ehrlich gesagt, ich bin nur hier, um die Asche meiner Mutter zu verstreuen. Vielleicht. Aber jetzt hast du gesehen, was Pagan diesem Land angetan hat. Du bist der Sohn von Mohan Gale. Ob du willst oder nicht, du schuldest Kyrat etwas. Deine Entscheidungen haben Gewicht. Und jemand muss die Pattsituation zwischen Amita und Sabal auflösen. Denk daran, verdammt, solange du hier bist. Oh, tu es doch. Tu es einfach. Zeig AJ, was für ein Mann du bist. Es geht um Menschenleben. Sie sterben, wenn wir nichts tun. Es geht hier um Krieg. Wir brauchen die Infos. Wir reden über die Soldaten für den Einsatz. Erinnerst du dich noch an Darpan? Und wenn ich die Wahl habe zwischen Darpan und Informationen, nehme ich die Infos.
habe den Streit geschlichtet. Oh nee, Entscheidungen. Nein. Machtverhältnismissionen sind äußerst wichtig für den goldenen Pfad, aber Mita und Sabal haben unterschiedliche Ziele. Sprich mit den beiden Anführern und wähle, von ihnen du unterstützt. Ganz ehrlich, ich würde beide unterstützen. Infos sind genauso wichtig wie unsere Männer, aber ohne Männer können wir die Infos nicht vollbringen. Dann sag mal, Mädel, was hast du? Amita, ich besorge die Infos. Okay. Es gab schon länger Gerüchte über einen Großangriff und dann kam Banapur, aber das überzeugt mich nicht. Diese Infos können bestätigen, dass noch Großes bevorsteht. Wir haben seit dem Angriff nichts vom Lager gehört, also pass gut auf. Okay. Warte. Machtverhältnismission. Amita möchte, dass du Informationen aus dem nahegelegenen Camp des Goldenen Pfades bergst. Ich warte noch. Was hast du, Kollege? Wie kann ich helfen? Eines unserer Lager könnte überrannt werden. Keine Ahnung wann. Aber es gibt ein Blutbad. Ich muss ihnen jede mögliche Hilfe schicken. Willst du also helfen? Dann mach dich auf den Weg. Sabal oder Mieter? Gut, wir haben zwar lange nichts von dem Lager gehört, aber wiederum, wir gehen jetzt zu dem Lager. Vielleicht können wir auch Infos dann mitnehmen. Und ganz ehrlich, Menschenleben ist definitiv wichtiger, also... Entschuldigung, Amita. Einen fucking Kilometer ist das weg. Können wir Schnellreise dorthin machen? Ist da irgendwas in der Nähe? Ach, da ist das fucking Ziel. Oh, toll. Gut, ich glaube, dann machen wir das mal in der nächsten Folge. Dann mache ich jetzt Aufnahmepause und mache mich bereit, dass ich mal dann zu meinem Liebling gehe. Und dann machen wir mal Folgendes. Wir schalten dann in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession den Turm frei, den Außenposten, den Turm und gehen dann hier zu unserem Lager. Oder zu dem, was dahin soll. Also das Map-Design finde ich geil. Also gut, dann sehen wir uns dann mal in der nächsten Folge. Wo sind die Sonne? Ach, da oben. Na gut. Dann gucken wir mal in die Richtung. Und sieht das geil aus. Ich kann das gar nicht wiedergeben. Das ist so geil. So, das war wieder eine unglaublich schöne Folge von Far Cry 4. Ah, nein, jetzt, wir haben schon wieder diese behinderten Entscheidungen. Diese, so Entscheidungen, weißt du, die mag ich überhaupt nicht. Bin ich ganz ehrlich, bin ich überhaupt kein Freund von. Aber gut, ich sag mal, die Infos sind zwar genauso wichtig wie die Männer, aber ich sag mal, wenn wir Infos haben, haben wir keine Männer. Dann können wir die Infos auch nicht einsetzen. Ich bin zwar eine Ein-Mann-Armee und kann noch viel ausrichten, aber gegen zu viele bin ich dann auch machtlos. Also ich sag mal, holen wir lieber die Männer. Denn Menschenleben ist, glaube ich, wichtiger als so beschissene Infos, die uns vielleicht am Ende gar nichts bringen. Ha 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 ha!